Hallo und herzlich willkommen jetzt hier zum zweiten Teil der zweiten Abteilung von f von x gleich Wurzel aus 3x mal Sinus x. Wir haben uns im ersten Teil der zweiten Abteilung hiermit beschäftigt. Und jetzt wollen wir uns hiermit beschäftigen mit einer Form, bei der wir hoffen, dass durch die Vereinfachung, die wir von hier nach da, die Vereinfachungsschritte, die wir von hier nach da gemacht haben, dass wir die jetzt irgendwie gewinnbringend nutzen können. Gut, wir gucken erstmal wieder nach der Struktur. Dieses hier ist nur ein Faktor, den werden wir einfach davor ziehen. Gucken uns jetzt also nur diese Struktur an. Das ist u plus v mal z durch w. Und die Ableitung davon ist gleich u Strich. Wir haben ja jetzt hier, warte mal, wir müssen erstmal müssen wir uns darum kümmern, irgendwie, was ist das hier für eine Struktur. Wir haben einen Quotienten. Im Zähler dieses Quotienten haben wir eine Summe, bei der der zweite Summand eine Produktregel erfordert. Also sieht das Ganze eigentlich so aus, als wenn wir diese Struktur hier haben. Die, wenn wir die ableiten wollen, ergibt sich das hier. Zähler ableiten, mal Nenner hinschreiben, minus Zähler hinschreiben, mal Nenner ableiten, geteilt durch Nenner zum Quadrat. Und jetzt müssen wir gucken, dass in dem Zähler steht ja eine Summe drin, u plus Dreieck, sag ich mal. Das abgeleitet ist u' plus Dreieck zum Quadrat, Dreieckstrich. Das ist die Summenregel. Und das Dreieck ist jetzt eigentlich ein Produkt aus v mal z. Das heißt, wenn wir das hier ableiten wollen, ergibt sich v' mal z plus v mal z'. Und damit ergibt sich dann hier tatsächlich für diese Struktur u plus v mal z durch w abgeleitet gleich u' plus v' mal z plus v mal z'. Dann haben wir den Zähler abgeleitet, mal w minus u plus v mal z, Klammern brauchen wir hier, mal w'. Geteilt durch w². Wir haben hier Ableitung des Zählers mal den Nenner. Und hierbei der zweite Summand des Zählers ist eine Produktregel minus Zähler hingeschrieben mal Nenner abgeleitet, geteilt durch Nenner zum Quadrat. So, jetzt brauchen wir nur noch die Analyse, was denn u und v und so weiter ist. U ist gleich Sinus x. Dann ist u' gleich Cosinus x. Wir haben v gleich 2x, v' ist gleich 2. Wir haben z ist gleich Cosinus x, z' ist gleich minus Sinus x. Wir haben w ist gleich Wurzel x, w' gleich 1 durch 2 mal Wurzel x und w² ist gleich x. Jetzt geht's aber los. Und jetzt können wir mit diesem Gerüst hier und diesen Zutaten sozusagen können wir unsere Ableitung bilden. F' von x ist gleich. Faktorregel besagt, dass dieser Faktor erstmal vorgezogen wird und da auch bleibt. Und jetzt kommt die Ableitung von diesem Bruch. Also u' ist Cosinus x plus v' ist 2 mal. Wo sind wir? Wir müssen uns immer an der Struktur orientieren. Wir sind bei v' mal z. Z ist Cosinus x. Dann haben wir plus v ist 2x mal z' mal minus Sinus x. Klammern hier, weil mal und minus ansonsten aufeinander knarzen. Mal w ist Wurzel x. Minus, Klammer auf. U ist Sinus x plus v mal z, da können wir auch genauso gut den ganzen Zähler abschreiben, Cosinus x mal w' ist 1 durch 2 mal Wurzel x nach der Ableitungsregel geteilt durch, oder nach der Ableitungsvokabel wollte ich eigentlich sagen, und Wurzel x zum Quadrat ist x.
Gut, dann können wir jetzt sagen, dass wir das auch noch zusammenfassen wollen. Cosinus x plus 2 mal Cosinus x sind 3 mal Cosinus x. Ein Apfel plus 2 Äpfel sind 3 Äpfel. Plus 2x mal minus Sinus x ist das gleiche wie minus 2x mal Sinus x. Dann brauchen wir hier die Klammern nicht mehr. Und dann kommt noch mal Wurzel x dazu. Da ist jetzt die Sache, will man das unbedingt noch mit dem x hier zusammenfassen oder nicht. Hier steht ein Minus vor einer Klammer. Das dreht alle Vorzeichen in der Klammer um. Also hier noch ein Minus davor. Hier steht ja ein Mal. Dann können wir auch den Teil, der hier mit dem verknüpft ist. Jetzt die Frage ist tatsächlich hier, der gesamte Zähler mit dem Nenner, mit der Ableitung des Nenners verknüpft? Jawohl, das heißt, eigentlich brauchen wir hier die Klammern auch noch. Und diese Klammer habe ich gerade eben vergessen gehabt. Denn hier in dieser Struktur bezieht sich ja eigentlich, wenn wir das von vorne noch hatten, irgendwie mit dem Rechteck mal, ne, Rechteckableitung mal und so weiter, dann stand hier Rechteck mal Kreis, oder ne, hier stand Rechteck mal Kreisableitung. Und dieses Rechteck bezieht sich vollständig mit dem Mal auf diese Ableitung hiervon. Deswegen müssen wir da unbedingt das Teil klammern. Das bedeutet, dass dieser ganze Teil hier auf diesen Zähler gehört. Ja, also können wir hier auch genauso gut schreiben. Wie machen wir das jetzt? Sinus x minus 2 Cosinus x. Da muss nochmal das Plus hin. Das habe ich ja gerade eben ein bisschen vertüdelt. So, durch 2 mal Wurzel x. Und dieses Minus hier, jetzt wirkt dieser Bruchstrich hier wie die Klammer, wie diese innere Klammer. Jetzt steht hier ein Minus davor. Das heißt, dieses Minus können wir jetzt auch so abnehmen und die Klammer hier bleibt trotzdem drin stehen. So. Und jetzt sieht das ganze Ding schon feiner aus als die zweite Ableitung hiervon. Und hier hat man jetzt gar nicht so das Gefühl, dass man jetzt unbedingt was noch verändern muss. Minus 2x, x mal Wurzel x, x hoch 1 mal Wurzel x ist ja x hoch 1 halb, ist also x hoch 3 halbe, könnte man hier aus dem Teil machen. Man kann auch sagen, dass es die Wurzel aus x hoch 3 ist. Ja, dann können wir dieses x hier auch zu Wurzel aus x hoch 3 machen und nehmen dieses x dann nochmal weg. Minus 2 mal Wurzel aus x hoch 3 mal Sinus x. Dann haben wir den Teil hier noch gemacht. So, minus Sinus x plus 2 Cosinus x durch 2 mal Wurzel x, dann kommt der ganze Teil hier weg und irgendwie sieht es übersichtlicher aus. Was nicht heißen soll, dass das ganze Ding jetzt komplett gelöst wäre. Und man muss natürlich jetzt auch gucken, wenn man die beiden Lösungen hier von der ersten und zweiten Variante vergleichen will, dann muss man die noch weiter verfeinern, hätte ich beinahe gesagt, verändern, sodass man dann das eine in das andere umwandelt. Das will ich dir jetzt aber erstmal lassen. Wenn da jemand Lust hat, zu irgendwie das nochmal nachzuweisen, kann er das gerne tun und dann als Kommentar am besten posten irgendwie. Vielleicht ein PDF machen oder ein Bild draus machen irgendwie von den Aufzeichnungen und dann können wir das da noch dran hängen. So, jetzt ist das Gefasel von dieser zweiten Ableitung hier auch vorbei. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und ich halte wie immer das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen!